So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist da das Video, worauf ihr alle gewartet habt. Alle, die seit den 3000 Abonnenten den Kanal verfolgen, die dabei waren, wie wir die 3000 Abonnenten erreicht haben. Ich habe ja gesagt, wir machen ein Gewinnspiel. Sobald die 3000 Abonnenten erreicht sind, gibt es einen Account zu gewinnen, einen Level 40er Account. Der hat sich schon im Aufbau befunden. Leider sind die 3000 dann so schnell zusammengekommen, sodass wir jetzt kurz vor den 4000 sogar schon stehen. Da habt ihr euch natürlich wieder selbst übernommen. Wir haben unser Ziel erreicht, ihr habt euer Ziel erreicht. Wir haben den Account auf jeden Fall auf Level 40 gezogen und es sollte ja ein Regio-Account sein, sprich alle regionalen Pokémon wollten wir euch darauf fangen und auch an euch rausgeben, sodass ihr, egal was euch fehlt, ihr den Account für die regionalen theoretisch ausschlachten könntet und könnt euch die regionalen alle rübertauschen. Auf der anderen Seite habt ihr einen 40er Account, mit dem ihr auch Pokestops einreichen könnt, wenn es bei euch ein bisschen dunkel aussieht im Dorf, ne? Reicht euch einfach ein paar Pokestops ein, aber betreibt da keinen Schindluder, ne? Guckt wirklich, dass ihr sinnvolle Sachen einreicht, sonst sind eure 7 Vorschläge, die ihr ja immer habt, auch für die Tonne. Geht damit sparsam um. Wir wollen euch den Account jetzt nochmal kurz zeigen und dann sagen, was ihr dafür tun müsst, um den zu bekommen. So, erstens gehe ich mal hier drauf und sehe, der hat noch eine neue Freundschaftsanfrage von Lea Marie, die nehme ich mal kurz an. Ich habe da jetzt schon ein paar Tage keine Geschenke gemacht, das wird vielleicht einigen aufgefallen sein, denn sobald er Level 40 hatte, habe ich das sein gelassen und mir den Stress nicht angetan, da ich auch noch meinen Hauptaccount habe. Ihr bekommt also 197 Freunde, viele Geschenke, viele Leute, die vielleicht auch zu Level 3 aufsteigen würden. Ein paar Hyperfreunde sind auch drauf. Bei ein paar könnt ihr selber noch öffnen und euch die die Erfahrungspunkte abholen. Oder ihr levelt halt mit den anderen so, dass das wieder zum C-Day gemacht wird, wie auch immer. Dann wollte ich auf den Du Button gehen, dann seht ihr, der Account heißt momentan noch Ramses 3000 Abos. Ihr könnt ihn natürlich umbenennen, wenn ihr wollt. Wir haben ja auch damals schon den Ramses Kitchen Account auf Level 40 gezogen und verlost. Der jetzt also Ramses 3000 Abos. Ihr könnt ihn auch umbenennen in Ramses 4000 Abos und sobald die 5000 da sind, nennt ihr ihn dann Ramses 5000 Abos. Das wäre auch lustig. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt ihn auch einfach Karl-Heinz der Dritte nennen, je nachdem, wie euch das beliebt. Uninteressant sind eigentlich die Arenen und die Medaillen, damit könnt ihr jetzt nicht viel anfangen. Hier gefangen ist ein bisschen was, obwohl der Account eigentlich nur einmal pro Tag rausgeholt wurde, um eben ein Glücksei zu zünden, Levelaufstiege mitzunehmen, Freundesaufstiege mitzunehmen, den täglichen Raid zu machen und Geschenke zu machen und das innerhalb von einer halben Stunde und dann wieder rauszugehen. Es wurde also nicht wirklich viel mit dem Account gefarmt, aber die besagten Pokémon wurden noch drauf gefangen. Die wollen wir uns jetzt mal angucken, was da überhaupt da ist. 300 von 300 Pokémon sind gerade auf dem Account drauf. Ihr habt ja auch ein 100er. Wir gucken mal kurz nach den 100ern. Wenn das gerade hier so startet, geben mal 4 und Sternchen ein. So, dann seht ihr hier, ihr habt ein 100% Bisa Knosp. Ihr habt ein 100% Bibor, ein 100er Pikachu, ein 100er Macholo, was auf jeden Fall sehr gut ist, würde ich natürlich entwickeln und hochziehen. Sehr gutes Pokémon, sehr starkes Pokémon, findet immer sein Gebiet zum Angreifen. Ihr habt ein 100er Lavitar, was man hier nicht sieht. Das auch auf jeden Fall. Wartet bis zum Super Sea Day, vielleicht könnt ihr dann wieder Katapult Steinkante drauf basteln. Ansonsten macht euch halt ein Biss Knirscher Despotar, auf jeden Fall auch sehr nützliches Pokémon. Hier habt ihr noch ein, keine Ahnung, Pipapo, habt ihr auf jeden Fall auch dabei. Kirlia, Illumise, Relikant, hier ein 100er. Bisofang ist auch drauf, was natürlich auch schon zu den regionalen zählt, genauso wie das Illumise, das Jiutsu. Und das Relikan, hier habt ihr ein 100er Mammutel. Ich bin eben erst, egal. Ein 100er Mammutel ist auch am Start. Könnt ihr natürlich auch als guten Eisangreifer nutzen. Und ja, wir können direkt auch mal nach den Shinies gucken. Schillernd ist im Endeffekt jetzt alles nicht so viel geworden, wie es sein sollte.
da wir erst zu zweit an dem Account gearbeitet haben, einer war fürs Fangen zuständig, einer war für das Leveln zuständig. Der Fänger ist dann abgesprungen, so bin ich wie gesagt am Tag nur noch rein, um die halbe Stunde immer die Sachen zu machen. Hier habt ihr jetzt aber auf jeden Fall Raupi dabei, Honlio, Dicta, Dictri sogar zweimal, Fukano, Dragosso, Porygon vom Z-Day, der wurde wahrscheinlich damit gespielt. Ihr habt ja ein Shiny Arctos. Janmar, Kramurks, Tansa, Porygon 2, Zerpurze, ein Shiny Kaumalat, was sicherlich viele Leute freuen wird. Wenn sie wenigstens anzeigen würde. Das liegt sicherlich wieder am Internet. Wenn ich jetzt das WLAN ausstelle, zeigt das bestimmt an. Das lassen wir jetzt einmal mal, wir verzichten darauf. Hier habt ihr noch ein Shiny Giratina, habe ich extra für euch geradet. Könnt ihr euch noch rüber tauschen. Hier habt ihr ein Yorklef und natürlich ein Kapuno, was die ganze Zeit schon der Buddy ist, das müsste ja jeder kennen. Kapuno auf jeden Fall ein Highlight. Dann gucken wir generell nochmal in den Beutel rein, was alles für Pokémon da sind. Sind wirklich alle Regionalen drauf und was sind alles die Regionalen? Ihr seht hier, normale Pokémon, Glurak sind ein paar gefangen, Turtok, Bisaflor sind am Start. Ihr habt den Taubos, Pikachu, Raichu, Sandama. Regional fängt es an mit zum Beispiel einem Porenta. Porenta ist ja regional, wir können es wieder nicht groß zeigen. Was für ein Vorführeffekt. Porenta ist auf jeden Fall da, Gala Porenta. Dann haben wir Kangama. Kangama haben wir drei Stück. Genauso wie Pandimos ist auch regional. Genauso wie Tauros ist auch regional. Und es zeigt halt wirklich nicht an. Jetzt muss ich es doch mal ausmachen. Keine Internetverbindung. Sehr schön. Vielleicht funktioniert es aber dann, wenn ich jetzt drauf gehe, dass das das Tauros anzeigt. Dass das vielleicht sogar das Kangama anzeigt, jetzt funktioniert es also wirklich, Dreckskabel Deutschland, ich sag's euch, die auf jeden Fall regional. Was ist noch regional? Wir gehen weiter runter, da müssten wir wahrscheinlich in die nächste Gen springen. Ihr habt hier ganz viele Arctos auch drauf, Zapdos sind dabei, Lavados wurde natürlich alles geradet, als es jetzt da war, ein Togetic, ein Incognito ist sogar hier drauf, sehe ich. Dann habt ihr hier Scaraborn dabei, was natürlich auch ein sehr cooles Pokémon ist, gibt sogar als weiblich und als männlich. Hier habt ihr das weibliche, seht ihr mit dem Herzen, und hier das männliche mit dem Dolch, wie auch immer. Ein Corazon ist dabei, ist auch regional. Dann ein paar Cossilla gebrütet, sehr schön. Ihr habt noch Ninja Tom aus der Feldforschung. Volbeat und Illumise sind regional, sind auch dabei. Kuddel habt ihr drei Stück. Kuddel auch, sehr cooles Pokémon, vor allem mit dem Dampf, der da aus dem Rücken kommt, ist auch dabei. Ein paar Pandir, hier habt ihr Sengo, Vipitis, Lunastein, Sonnfeld, sind ja auch regional, aber jetzt nicht so selten. Durch die Sonnenwende irgendwas konnte man die ja sowieso mal überall bekommen. Tropius habt ihr noch ein paar für den Flugcup, der schon vorbei ist. Relikant habt ihr hier drauf. Cognodon ist auch ein großes dabei, ist zwar nicht regional, aber trotzdem ein gutes Level, sage ich mal. Könnt ihr auch dann durchentwickeln. Ihr habt Pachirisu dabei, dieses kleine Eiseichhörnchen, was vom Typ Elektro ist. Dann habt ihr Schalellos, nämlich das Pinke und das Blaue. Das ist auch wichtig. Ihr habt Pantimimi, was auch regional ist. Das vergessen die Leute ja manchmal. Ihr habt Plaudergei dabei, gleich drei Stück. Riolo ist ein kleines dabei. Ihr habt, wenn du Fliebis, die Fliegenfange, die es auch zum Go-Fest in Dortmund zu fangen gab. Dann habt ihr ganz wichtig, ihr habt Selfe, ihr habt Vesprit, ihr habt Tobutz. Da drehen die Leute ja durch. Die wollen die ja alle haben. Also kriegt ihr auch. Ihr wolltet die, ihr kriegt die. Dann sind wir aber noch nicht fertig. Hier sind natürlich weiter Legendäre, Giratina, Cresselia, Darkrai. Darkrai kann man ja nicht tauschen. Und ein Vegimak ist natürlich auch am Start. Genauso wie das Grillmak, genauso wie das Sodamak. Die drei dürfen auch nicht fehlen. Wir haben also wirklich auf alles geachtet. Ein Jiutsu, ach, Jiutesto, genau. Jetzt habe ich schon zweimal falsch gesagt. Jiutesto dabei, genauso wie Karadonis dabei, obwohl Karadonis die meisten nervt. Hier habt ihr dann Barschuft in Rot, genauso wie Barschuft in Blau. Das auch wichtig. Maracamba, auch wichtig, auch sehr cooles Pokémon, ist ja ein Kaktus. Ihr habt das Simvolara, auch sehr cool, würde ich mal sagen, fliegt halt da so rum. Ansonsten
müssten wir, glaube ich, durch sein mit den Regionalen. Nee, sind wir natürlich nicht, denn wir haben ja noch das Bisofang, wir haben noch das Furnifras, wir haben noch das Vermicula. Aber seit dem GoFest dieses Jahr sind die auch nicht mehr so selten, konnten ja alle Leute bekommen. Auf jeden Fall seht ihr, es sind alle legendären, ach nicht alle legendären, alle kontinentalen Pokémon drauf, denn das war ja das Ziel, einen Account zu verlosen mit allen regionalen Pokémon und am besten noch den auf Level 40 zu ziehen. Haben wir also geschafft und jetzt dazu, was ihr machen müsst, um mitzumachen. Ich habe mir da mal hier eine kleine Info gespeichert, die lese ich mir jetzt mal durch. Euch blende ich das vielleicht alles ein als... Ich werde das, glaube ich, hier reinschreiben und euch nicht die ganze Zeit den Screen zeigen. Denn was müsst ihr machen, um mitzumachen? Erstmal wird einigen Leuten aufgefallen sein, dass ich in den letzten paar Folgen vermischt immer mal irgendeinen Zettel in die Kamera gehalten habe. In diversen Folgen, nicht nur in Pokémon-Folgen, auch in anderen Folgen. Auch wenn ich mal eine Challenge mache oder wenn ich mal eine Ramses Kitchen-Folge mache oder irgendwas. Das ist das Erste, was ihr machen müsst, was sinnvoll ist diesmal. Guckt ab Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag habe ich Videos hochgeladen und in vier verschiedenen Videos an diesen vier verschiedenen Tagen, jeweils ein Video an dem Tag, beinhaltet zwei Zahlen. Wenn ihr also am Mittwoch seht, ich habe drei Videos hochgeladen und im ersten Video seht ihr schon Zahlen, dann sind in den zwei anderen Videos keine Zahlen mehr. Guckt ihr am Freitag Video und guckt das erste Video und ihr habt keine Zahlen, dann guckt euch halt das zweite Video von dem Tag an und das dritte, bis ihr die Zahlen gefunden habt. Die sind immer auf einem roten Zettel geschrieben. Wer aufmerksam geschaut hat, der wird sich die Zahlen eh schon notiert haben und wird wissen, um was es geht. Diese Zahlen sind wichtig, denn es gibt zwei Zahlen pro Video, 2 mal 4 sind 8, 8 Zahlen und in der richtigen Kombination nacheinander geschrieben ergeben die einen Code. Dieser Code ist wichtig, denn diesen Code schreibt ihr mir per E-Mail extra an die dafür eingerichtete E-Mail. Wenn wir das nämlich in den Kommentaren machen, dann schreibt der Erste den Code hin und alle anderen kopieren nur noch den Kommentar von dem Ersten. Ist also Quatsch. Ihr guckt also die letzten Videos, sucht die Zahlen raus, dann sieht man, wer also neu reinkommt oder einfach nur schnell was kopiert, weil er davon hört, oder wer wirklich sich mit dem Kanal oder mit den Zahlen und mit den Videos beschäftigt. Ihr sucht die richtige Zahlenkombination raus und dann schreibt ihr eine E-Mail an gewonnen@gmail.com. Das ist ein E-Mail-Postfach, da nehme ich jetzt für das Gewinnspiel, nur für das Gewinnspiel, diese Anfragen entgegen. Da schreibt ihr diese Zahlenkombination rein in die E-Mail. Das ist ganz wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist, der Betreff, wenn ihr diese E-Mail nämlich schreibt, schreibt beim Betreff einfach ACK, die Abkürzung für Account, also ACC, groß, und euren Trainernamen in den Betreff. Wenn ich sehe, da kommt eine E-Mail rein und da steht Betreff einfach Gewinnspiel, die lese ich mir gar nicht durch, die lösche ich direkt. Damit ich die E-Mail überhaupt lese, braucht ihr den Betreff ACK, also ACC, und euren Trainernamen. Das ist wichtig für die Auslosung. Wenn ich dann nämlich 20 E-Mails habe mit 20 verschiedenen Trainernamen und ich genau weiß, der hätte gewonnen, dass ich auf die E-Mail draufdrücken kann, genau wo der Name steht. Also hört einfach genau zu und macht genau das, was ich sage. Ihr schreibt eine E-Mail an gewonnen@gmail.com mit dem Betreff ACC, großgeschrieben, und eurem Trainernamen. Das kommt in den Betreff ACK und Trainername. Der Inhalt der E-Mail besteht aus vier Sachen. Und zwar schreibt ihr euren Trainernamen nochmal in die E-Mail. Ihr könnt da hinschreiben, erstens euren Trainernamen. Zweitens, unten drunter, schön als Block, erstens Trainername, zweitens Trainercode untereinander, drittens euer YouTube-Name, wie ihr auf YouTube heißt, ja, das ist auch wichtig, weil ihr werdet ja wieder dann gezogen auf YouTube und wir gucken dann, ob ihr die richtige Mail geschrieben habt. Wir machen es diesmal richtig kompliziert. Und als viertes die Zahlenkombination, die ihr in den Videos gefunden habt. Ihr schreibt also ACK euren Trainernamen an die E-Mail und in der E-Mail, wenn ihr das richtig habt und ich eure E-Mail nicht lösche, weil da was Komisches steht, mache ich die E-Mail auf und in der E-Mail muss dann das auch so angegeben werden. Trainername, Trainercode, YouTube-Name und
der Zahlencode. Und das bitte untereinander mit erstens, zweitens, drittens, viertens. Diese vier Sachen, wenn ich in die E-Mail reingehe und jemand hat nur den Code geschrieben, dann lösche ich die E-Mail auch. So wird aussortiert, damit die Leute wirklich aufmerksam sind und sich dran halten und wie auch immer. Dann ist das aber noch nicht fertig. Ihr müsst dann auf YouTube unter diesem Video auch noch was schreiben, weil ich dieses Video und die Kommentare wieder nehme, um auszulosen. Ja? Wir vergleichen das dann immer, wer hier gezogen wird, ob der die richtige E-Mail auch geschrieben hat. Auf YouTube, hier unter diesem Video, schreibt ihr auch einen Kommentar mit eurem Trainernamen, mit eurem Trainercode, mit einem Text, mit Begründung, warum ihr den Account gewinnen wollt, was ihr mit dem Account vorhabt oder was euch an dem Account gefällt oder nicht. Schreibt irgendwas Persönliches dazu und ganz am Ende unten einen Hashtag drunter, Hashtag Ramses 3000 Abos. Wer den Hashtag nicht in dem Kommentar hat, wird nicht gezählt. Wer seinen Trainernamen oder seinen Trainercode vergisst, wird nicht gezählt. Wer einfach nur den Trainercode hinschreibt und unten den Hashtag, wird nicht gezählt. Macht bitte alle vier Sachen und am besten in Block. Also erstens, zweitens, drittens, viertens, schön untereinander, dass das ordentlich aussieht. Das ist dann eigentlich schon alles. Es wird ja wohl nicht so schwer sein, euren Trainernamen und Trainercode anzugeben, eine kurze Begründung, was ihr damit wollt, und den Hashtag einzufügen und zusätzlich eben in der E-Mail mir den Code zukommen zu lassen, der für das Gewinnspiel gemacht ist. Das klingt diesmal richtig heftig, aber ist es eigentlich nicht. Das ist eigentlich sogar noch leichter als sonst mit diesen komischen Hashtags, wo keiner durchgeblickt hat. Das werde ich jetzt heute starten und nächste Woche Montag, also nicht den Montag, der jetzt kommt, das wäre viel zu kurz, die Woche drauf am Montag werden wir das Ganze auflösen. Da wird es eine riesengroße Verlosung und Auslosung geben, wo wir dann wieder über den YouTube-Generator die Kommentare uns anzeigen lassen. Wenn ein Kommentar nicht vollständig ist, wird weitergelost, 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 bis wir einen Kommentar haben, der alle Kriterien erfüllt. Und dann vergleiche ich in meiner Liste an E-Mails, weil ich ja den Trainernamen habe, hier und da, hat der auch in der E-Mail den richtigen Code angegeben. Und dann hat er gewonnen, mehr ist es nicht. Und da fallen bestimmt so viele Leute auf die Nase, weil die den Betreff schon falsch machen oder weil die einfach nicht ihre Sachen mit angeben oder weil die irgendwas machen. Also seid aufmerksam, seid fleißig, guckt rein. Auflösung wie immer also bei Chill mit Ramses am Montag, 20 Uhr beginnt der Stream. Ich glaube, diesmal werde ich auch dann 20 Uhr bei Chill mit Ramses am Montag, aber nicht den Montag jetzt, sondern den danach, direkt mit der Auslosung starten, weil das wohl schon ein bisschen länger dauern kann. Und ich glaube, diesmal muss man auch nicht anwesend sein, weil ich wirklich möchte, dass jeder die Gelegenheit hat, das zu gewinnen. Wenn wirklich jetzt einer auf Arbeit ist um die Uhrzeit, ist das halt mies, wenn er nicht da ist gleichzeitig und im Chat schreiben kann. Wenn das alles so verifiziert ist und wir wissen, wer das ist und wie der das bekommen kann, okay, dann kann ich mich bei dem melden. Zur Not können wir ja vielleicht 5 Leute raussuchen in der richtigen Reihenfolge, dass falls sich derjenige nicht meldet oder der Kontakt nicht herstellbar ist, dass man trotzdem irgendwie noch ausweichen kann auf jemand anderes. Danach, nachträglich. Aber ich denke mal, unter diesen Kriterien wird es sicherlich jemanden treffen, den man schon mal gehört hat oder wo man ungefähr weiß, wer das sein soll. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß und viel Glück natürlich. Hört einfach wirklich zu. Macht nicht einfach, was ihr denkt, wie es reicht, sondern macht einfach das wirklich, wie es gesagt wurde. Noch ausführlicher kann ich es nicht machen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Der Level 40er Regio Account kann euch gehören. Ihr müsst nur jetzt das Richtige tun. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.